wünsche ich allen Zuschauerinnen draußen an den Bildschirmen, Smartphone und Handy hier live aus dem Berliner Studio zum vierten Bayer Agrargespräch zusammen mit der Agrarzeitung Agrarwende zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Soll die Landwirtschaft grüner werden? Mein Name ist Daphne Huber und ich führe Sie in der nächsten Stunde durch die Diskussion gemeinsam mit meiner Kollegin und Chefredakteurin Frau Stefanie Pionke, die live aus der Zentralredaktion der Agrarzeitung in Frankfurt am Main zugeschaltet ist. Hallo Stefanie. Hallo Daphne. Heute geht es um nichts Geringeres als um die vielbeschworene Agrarwende, auch als Systemwechsel oder Transformation regelrecht dramatisiert. Alles starke Worte, die die gesamte Agrarbranche auf der einen Seite verunsichert, auf der anderen Seite aber auch Ansporn ist, dafür Lösungen für die Zukunft zu suchen, eine Balance zwischen Ökonomie und Ökologie zu finden. Soll die Landwirtschaft grüner werden, fragen wir heute im Bayer Agrargespräch. Ist ein ertragsstarker Ackerbau und Viehzucht überhaupt noch erwünscht oder sollen Landwirte nur noch Blühstreifen anlegen und auf Brachflächen drehen sich die Windräder? Diese Fragen und noch viel mehr stellen wir heute einem prominenten Vertreter der Partei Bündnis 90 Die Grünen, die für den Klimaschutz und ich begrüße Herrn Axel Vogel, Agrar- und Umweltminister in Brandenburg, der uns live aus Potsdam, aus seinem Ministerium, Rede und Antwort steht. Zur Halbzeit versprechen wir Ihnen einen spannenden Schlagaustausch, wenn aus Leverkusen Herr Peter R. Müller, Geschäftsführer Bayer Crop Science Deutschland, dazukommt und Frau Pionke das Streitgespräch zwischen Herrn Müller und Herrn Vogel leitet. Damit es richtig zur Sache geht, fordern wir Sie, liebe Zuschauerinnen, auf, nutzen Sie die Chatfunktion in diesem Forum, stellen Sie Ihre Fragen ein und wir Moderatorinnen werden passend zur Diskussion diese dann einbringen. Kommen wir zu Ihnen, Herr Vogel. Sie sind vor 1,5 Jahren, im November 2019, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburgs geworden und regieren in einer Koalition mit SPD, CDU und Grünen unter Ministerpräsident Dietmar Woidke, der auch schon mal als Agrarminister in Brandenburg angefangen hat. Überhaupt ist das Landwirtschaftsressort für viele Politiker in der EU und in Deutschland schon immer ein Sprungbrett gewesen. Deshalb haben wir ja jetzt auch seit 2 Wochen ist das Geheimnis gelüftet worden. Wir haben die erste grüne Kanzlerkandidatin, Frau Annalena Baerbock. Was die Leser der Agrarzeitung dazu meinen, was eben eine grüne Bundeskanzlerin für die Landwirtschaft bedeutet, ist eindeutig. Die Mehrheit der Leser unserer Umfrage votete für die Antwort, das ist ein Schreckensszenario. Herr Vogel, was können Sie zu sowas sagen als Landwirtschaftsminister in Brandenburg? Ist es wirklich ein Schreckensszenario? Aber natürlich nicht. Guten Tag von meiner Seite. Ich kann Ihnen auch sagen, auch ich als grüner Landwirtschaftsminister in Brandenburg bin kein Schreckensszenario für die Brandenburger Bäuerinnen und Bauern, sondern ganz im Gegenteil. Wir arbeiten hier sehr gut zusammen. Aber was ja auch wichtig ist und was nie übersehen werden darf, Alleinregierungen sind in Deutschland sowieso aus der Mode gekommen. Wir haben üblicherweise Koalitionen und das, was ich hier vertrete und als Politik umsetze, das ist die Politik einer Koalitionsregierung. Sie haben es genannt aus SPD, CDU und Grünen und die fußt auf einer Koalitionsvereinbarung, die sich sehr umfassend mit all den Themen schon auseinandergesetzt hat, die ja heute auch eine Rolle spielen werden. Genau, und zu diesen Themen kommen wir jetzt und fangen damit an. Wir kommen zur Agrarreform in der EU und in Deutschland. Höre ich Sie nicht.
Ich höre Sie auch nicht. Damit kommen wir zur Agrarreform in der EU und Deutschland, die ab 2023 startet und oft als Einstieg in den Umstieg bezeichnet wird. Damit, Stefanie, nach Frankfurt, kommt jetzt die Agrarwende. Ja, das ist, hallo Daphne, auch von mir. Erstmal herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen, Herr Minister Vogel, auch von meiner Seite. Ja, wir haben es gehört, die Agrarwende-Debatte wird immer salonfähiger. Es läuft darauf hinaus, Blühstreifen statt intensiver Ackerbau, Freiluftstall und Stroheinstrau statt Spaltenboden. Und auch in der EU-Agrarreform, um die derzeit in Brüssel, aber auch in Deutschland gerungen wird, soll hier für die Weichen stellen, für die Agrarwende, indem pünktlich künftig die Agrarförderung nicht mehr pauschal aufgrund des Flächenbesitzes für die Direktzahlungen gemäß der Direktzahlungen der ersten Säule erfolgt, sondern im Gegenteil, dass, wie man immer so schön sagt, öffentliche Geld für öffentliche Güter fließen soll. Selbst von Umweltverbänden kam für den GAP-Kompromiss in Deutschland, auf den sich die Länder, Agrarministerinnen und Minister und die Bundeslandwirtschaftsministerin nach zähem Ringen verständigt haben, lauwarmer Applaus. Und jetzt möchte ich mal gerne von Ihnen wissen, Herr Minister Vogel, als grüner Landwirtschaftsminister, sind Sie mit diesem Kompromiss zufrieden und markiert er wirklich den Start in die Agrarwende? Also ich würde ihn zumindest als Einstieg in den Umstieg bezeichnen. Und wir wissen alle, die Förderperiode wird dieses Mal etwas verkürzt sein. Sie wird 2023 beginnen, 2027 enden. Wir haben zwei Übergangsjahre. Und in dieser Zeit war es natürlich nicht zu erwarten, dass ein vollständiger Umbau, ein vollständiger Systemwechsel stattfindet. Aber es ist ein guter Einstieg. Und man darf ja nicht übersehen, dass wir innerhalb der EU ein Einstimmigkeitsprinzip zwischen den EU-Agrarministerinnen und Ministern haben, aber auch innerhalb der Bundesrepublik ein Einstimmigkeitsprinzip zwischen den Länder-Agrarministern haben. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass der Bewusstseinswandel so fortgeschritten ist, dass von FDP über CDU, SPD, Grüne bis hin zu einem linken Agrarminister hier ein Konsens erzielt werden konnte. Und der beinhaltet genau das, was Sie dargestellt haben. Es wird in Zukunft in einem stärkeren Ausmaß auf ökologische Leistungen abgestellt werden. Die werden vergütet. Es wird weniger Geld rein für Flächenbesitz geben. Aber auch der ist ein Stück weit in Zukunft an ökologische Bewirtschaftungsauflagen gebunden. Wobei mit Schattierungen, wenn ich das mal so sagen darf, weil die FDP-Politiker, Agrarpolitiker und auch die CDU-Agrarpolitiker weisen ja doch immer noch darauf hin, dass Landwirte derzeit noch die Einkommensstütze, wie sie über die erste Säule fließt, benötigt, um halt auch diesen Einstieg in den Umstieg oder den Umstieg zu bewerkstelligen. Und da komme ich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Ein zentrales Element innerhalb der EU-Agrarpolitik der kommenden ab 2023 sind die Eco-Schemes oder auch Ökoregelungen, wie es eingedeutscht wurde. Darunter versteht man die Umweltprogramme innerhalb der ersten Säule, die dann Praktiken fördern wollen sollen, wie eben Blühstreifen, vielfältige Fruchtfolgen, heimische Leguminosen etc. pp. In der Tierhaltung halt eben dann geringere Viehdichten, Stroheinstau, Streu, Außenklimazugang etc. Und für diese Eco-Schemes, die sollen den Landwirten freiwillig angeboten werden und für die soll aber quasi ein Budget aus der ersten Säule der Direktzahlung abgezwackt werden. Zum einen erstmal an Sie die Frage, welche Eco-Schemes sollte Deutschland ausloben, damit es auch tatsächlich sowohl für die Landwirte Sinn ergibt, als auch für die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz und welche Anreize müssen auch mit diesen Eco-Schemes verbunden werden, damit sie dann letztendlich von den Landwirten auch angenommen werden. Ja, also zunächst mal ist ja festzuhalten, dass es keine EU-einheitlichen Eco-Schemes geben wird, weil tatsächlich die Verhältnisse natürlich in Griechenland oder Portugal andere sind als in Schweden oder Finnland. Aber auch in Deutschland gibt es natürlich deutliche Unterschiede.
Und dennoch sind wir gehalten, innerhalb Deutschlands einheitliche Eco-Schemes zur Anwendung zu bringen, einheitliche Programme anzubieten. Und uns ist natürlich auch wichtig, dass dann einheitliche Prämien auch gezahlt werden und nicht eine Differenzierung dann noch nach Bundesländern eintritt. Und es müssen Eco-Schemes sein, also ökologische Programme, die auch in ganz Deutschland angeboten werden können und die auch so ausgestaltet sind, dass nicht ein einziges besonders einfach, sagen wir mal, wäre und von allen in Anspruch genommen werden und die anderen nicht. Also das muss austariert werden. Und deswegen haben die Agrarministerin und Minister ja so ein paar Programme schon ausgearbeitet, ohne dass bisher feststeht, wie hoch die Prämie ist. Ne? Also wir haben gesagt, Agroforstsysteme auf Ackerland zum Beispiel, freiwillige Aufstockung der nicht produktiven Flächen, Anlage von Blühflächen, Sie haben es angesprochen, das ist praktisch ein Standard, Anlage von Altgrasstreifen, aber eben auch vielfältige Kulturen im Ackerbau. So. Und das wurde jetzt nochmal ergänzt auf Bundesebene, ohne dass wir daran mitgewirkt hätten, durch die Vereinbarung zwischen der Bundeslandwirtschaftsministerin und der Bundesumweltministerin, die das nochmal weitet. Also insbesondere im Bereich von Reduzierung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Ich finde, das ist auch ein guter Ansatz. Aber am Ende, und das glaube ich, das muss man auch sehr viel deutlicher sagen, wird es nicht so sein, dass jeder Landwirtschaftsbetrieb automatisch 60 Euro pro Hektar dafür bekommt, dass er sich an diese Regeln hält, sondern es gibt tatsächlich ein Verfahren, wo man aktiv sich melden muss. Ne? Und es kann dann durchaus sein, dass es Landwirtschaftsbetriebe geben wird, die sagen, nein, mache ich nicht, interessiert mich nicht, für mich überhaupt nicht attraktiv. Und es wird wiederum welche geben. Und da habe ich große Hoffnung, dass es auch die ostdeutschen Betriebe sein werden auf den schwachen Böden, die sagen, das ist für uns hochinteressant, das machen wir gerne. Und dann ist eben zwar bundesweit vielleicht ein Durchschnitt von 60 Euro pro Hektar, aber es wird dann eben einzelne Bundesländer geben, wo in einem viel höheren Ausmaß die Mittel hinfließen als in anderen. Und von daher, das ist offen. Aber was noch entscheidend ist, ist, dass wir gerne Experimentierphase haben, dass wir auch gucken müssen, wie das überhaupt ausgeschöpft wird, wie das angenommen wird, dass alle, die sich melden, auch im ersten Jahr bedient werden, wie das dann weiter fortentwickelt wird. Also wir stehen am Anfang und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das ist korrekt, aber da hätte ich jetzt trotzdem noch mal eine Frage, weil Sie haben ja auch die finanzielle Komponente der Eco-Schemes angesprochen. Die Grünen und das Bundesumweltministerium ist mit 45% Anteil der erste Säulemittel für die Eco-Schemes ins Rennen gegangen. Das Bundesumweltministerium mit 20%, herausgekommen sind 25%. Da ist dann die Frage, ist das von der Finanzausstattung nicht zu wenig, als dass es für Landwirte auch wirklich einen Anreiz finanzieller Natur setzen könnte? Und dann, Sie haben es gerade in Ihrem Beitrag, Redebeitrag erwähnt, dass Sie die Hoffnung haben, dass gerade auf den schwachen Standorten diese Programme angenommen werden. Also ist es was, wo man jetzt schon so ein bisschen einpreist, naja, auf den guten Böden will es keiner machen, weil er um seine Erträge fürchtet? Ja, das ist interessant, ja, eine spannende Diskussion. Ne? Also, dass tatsächlich erwartet wird oder zu befürchten ist, dass in der Magdeburger Börde beispielsweise die Angebote nur sehr sparsam wahrgenommen werden, in anderen Regionen wird es eher stärker sein. Deswegen müssen wir eben auch gucken, welche Anreizwirkung damit verbunden werden kann. Und das ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht allein zu handeln, sondern da brauchen wir ja auch eine Abstimmung auf EU-Ebene, weil Anreizwirkung üblicherweise nicht im EU-Programm drinne stehen, mit Ausnahme des Umstiegs auf Ökolandwirtschaft. Das ist der einzige Bereich, wo gegenwärtig eine Anreizwirkung auch vorgesehen ist. Ansonsten ist es so, dass sich eigentlich alle Agrarministerinnen einig gewesen sind, dass wir nicht zu hoch einsteigen wollen. Wir wollten nicht mit 40% oder 50% Eco-Schemes einsteigen. Uns war es aber wichtig, dass wir auch genügend Geld noch zur Verfügung haben in der zweiten Säule. Es gibt ja insgesamt weniger Geld für die zweite Säule. Es gibt eine Umverteilung innerhalb der zweiten Säule, die ostdeutschen Länder verlieren. Und deswegen war es uns wichtig, Gelder aus der ersten Säule in die zweite umwidmen zu können, um viel spezifischer Landesprogramme anbieten zu können. Aber auch das war ein breiter Konsens und deswegen haben wir am Ende 40%, die wir eindeutig als ökologische Finanzierungsmaßnahmen sehen. Und wir haben ja noch zusätzlich die 2% Weideprämie, gekoppelte Weideprämie, die man auch nicht ausblenden darf.
Ich sehe schon, das war ja auch, ne, was ja auch aus Ihrer Antwort deutlich wird, ein sehr komplexes und auch ein sehr heftiges Ringen zwischen den Länderministerinnen und Ministern und dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Und damit würde ich gerne zurückgeben zur Daphne nach Berlin, die dieses zähe Ringen für die Agrarzeitung verfolgt hat. Daphne, haben sich denn die ganzen Sonder-AMKs, die ganzen Nachtsitzungen dann auch gelohnt? Ja, doch. Also nach drei langen Sitzungen, die eine ist, glaube ich, erst wirklich kurz vor Mitternacht zu Ende gegangen. Da gab es Erinnerungen damals an München. Da war es fast genauso lange. Aber lassen Sie mich es mal so sagen, Herr Vogel. Es war regelrecht ein Hauen und Stechen, was wir Journalisten damit ansehen mussten, wie sie eben um die Agrarreform gerungen haben, um die nationale Umsetzung in Deutschland, die ja jetzt auch in dieser Woche erstmals im Bundesrat beraten wird. Es ging also um die Umschichtung, um die Öko-Regelungen, die Sie gerade eben schon angesprochen haben, auch um die Umverteilungsprämie der sogenannten ersten Hektare. Maßgeblichen Anteil an diesem Zoff hatten aber auch Sie, Herr Vogel, denn ausgerechnet Sie machten den Vorschlag, das Tor der ungeliebten Degression und Kappung zu öffnen. Das müssen Sie uns doch noch mal erklären, wie es dazu kam, was Sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht könnten Sie mir noch mal erklären, was Sie genau meinten damit, dass ich das Tor zur Degression und Kappung öffnen wollte. Es war ja so, dass Ja? Ja, genau. Es war ja auch vom Bundeslandwirtschaftsministerium der Entwurf, eine Degression, eine Obergrenze von 60.000 Euro, wie sie im Raum stand, einzuführen. Und Sie hätten also eher die Degression für Ihre Großbetriebe in Kauf genommen, um dass diese dann eben sich mehr an den Agrarumweltprogrammen beteiligen. Okay, also erstens mal, die Kappung war ja schon bei der ersten Runde vom Tisch, die war ja gar nicht mehr Gegenstand, dass sie vom BMU vorgeschlagen worden wäre. Die Degression war noch Bestandteil des Vorschlages des BMUs, aber es gab ja schon, als wir uns dann zum dritten Mal getroffen hatten, eine eindeutige Positionierung der anderen Bundesländer, nämlich CDU, also der Agrarministerin mit anderen Parteifarben, also CDU, Linke, SPD und FDP, die Degression weghaben wollten, weil sie eine maximale Umverteilung in die ersten Hektare haben wollten. Und von unserer Seite war es durchaus noch als Option angesehen worden, Degression auch zu akzeptieren, wenn die Lohnzahlungen, die einzelnen Landwirtschaftsbetriebe tätigen, wenn die auch mit berücksichtigt werden. Aber es war halt so, da führte überhaupt kein Weg hin. Insofern ist das vergossene Milch, sich darüber noch auszutauschen. Es ist nun so, dass wir in Kauf nehmen mussten, dass wir in einem wirklich beträchtlichen Ausmaß, das macht für Brandenburg 30 Millionen Euro im Jahr aus, jetzt eine Umverteilung in die ersten Hektare haben. Das ist eine Umverteilung insbesondere in die süddeutschen Bundesländer, also nach Baden-Württemberg und nach Bayern. Und ja, es ist richtig, im Gegenzug hat die andere Seite dann zugestimmt, dass in einem höheren Ausmaß Umwidmungen aus der ersten in die zweite Säule stattfinden. Vielen Dank. Sie haben es gesagt, es wird wahrscheinlich wirklich 30 Millionen Euro, die jährlich, hat auch Ihr Kollege Minister Backhaus in Mecklenburg-Vorpommern ausgerechnet, eben dann an Direktzahlungen von Ost nach Süd fließen. Aber mal Hand aufs Herz, wo schlägt Ihr Herz eben mehr für die Großen? Sie kommen ja gebürtig aus Oberbayern und das ist ja auch eine Grundfeste der Grünen, eben der Erhalt der Familienbetriebe. Und da möchte ich mit anschließen zu einer Frage aus dem Chat an Sie, Herr Minister Vogel. Ich habe als Landwirt Sorge wegen der überbordenden Bürokratie. Befeuert das nicht den Strukturwandel? Also ich teile die Auffassung, dass überbordende Bürokratie von übel ist und dass sie unbedingt eingegrenzt werden muss. Und vieles ist davon auch hausgemacht, auch in Brandenburg hausgemacht, noch aus der letzten Förderperiode. Und ich glaube, da kann jedes Bundesland sein Lied drüber singen, insbesondere was eben die Verknüpfung von GAK-Mitteln und Mitteln aus dem ELA-Fonds betrifft. Zur Frage,
wofür schlägt mein Herz? Mein Herz schlägt für Familienbetriebe und von mir aus, wenn man das so nennen möchte, Mehrfamilienbetriebe, also das, was echte Genossenschaften sind, wo sich Familien zusammengeschlossen haben, gemeinsam Betriebe bewirtschaften. Und von daher sind wir dann eben in der Situation, dass ich auch als ostdeutscher Landwirtschaftsminister natürlich sagen muss, die Welt sieht etwas anders aus, wenn ich Durchschnittsgrößen habe von 240 Hektar, als wenn ich in Bayern mit unter 40 Hektar Durchschnittsgröße operiere. Und dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass meine Betriebe dann auch entsprechend finanziell ausgestattet werden und keine Nachteile erleiden gegenüber den Betrieben in Süddeutschland oder in Westdeutschland. Und da treffe ich mich dann auch vorzüglich mit unseren eigenen Bauernverbänden. Und noch eine Anschlussfrage aus dem Chat an Sie, Herr Vogel, bevor wir dann wirklich zur Politik der Nadelstiche übergehen. Ich sage nur Green Deal und Insektenschutzgesetz, ja, das ich als Stichwort reingebe, das dann Stefanie in Frankfurt übernimmt. Aber jetzt noch mal an Sie in Brandenburg. Ein doch etwas aufgebrachter Landwirt schreibt, beim Kohleausstieg hat der Staat viele Milliarden zusätzlich bereitgestellt. Nur die Landwirte müssen alles aus ihrem Budget bezahlen. Herr Vogel. Ist es wirklich so? Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil wir immer noch 6 Milliarden Euro, 5 Milliarden in der ersten Säule und 1 Milliarde in der zweiten Säule für die Förderung der Landwirtschaft zur Verfügung stellen. Insofern kann ich das nicht erkennen. Es ist ja auch so gewesen, dass die Kürzungsabsichten, die die Kommission zunächst hatte, für diese Förderperiode ja drastisch zurückgeschraubt wurden. Also im Prinzip erste Säule mehr oder weniger konstant ist, zweite Säule insgesamt konstant ist, aber es natürlich Umverteilung innerhalb der EU gibt. Also innerhalb der EU von Mitteleuropa nach Osteuropa, das war auch zu erwarten. Aber gemessen an dem, was wir befürchtet haben, gehen wir eigentlich relativ gut in die nächste Förderperiode. Gut, und dennoch Politik der Nadelstiche ist das Stichwort und ich gebe ab nach Frankfurt. Ja, hallo. Meine Kollegin hat es gesagt, es sind viele Nadelstiche, mit denen sich Landwirte derzeit konfrontiert sehen. Das ist zum einen das Nachhaltigkeitsprogramm der EU-Kommission, der Green Deal mit seinen Unterstrategien Insektenschutz, Unterstrategien Biodiversitätsschutzgesetz und Farm-to-Fork-Strategie, die die Marschrichtungen, Vorgaben für die Landwirtschaft enthalten, die im Prinzip jetzt mal ganz grob zusammengefasst auf einen Nenner zu bringen sind, nämlich weniger, deutlich weniger chemischer Pflanzenschutz, deutlich weniger Dünger und die letztlich auch auf eine Extensivierung der Landwirtschaft hinauslaufen, auch über eine Förderung eines Mindestanteils der Ökolandwirtschaft in der EU von 25% an der Gesamtlandwirtschaft. Dann kommt das Insektenschutzpaket der Bundesregierung diesen Freitag in den Bundestag zur Abstimmung. Und das hat auch in den letzten Wochen immer wieder Landwirte auf die Straße getrieben, die um Einkommen, die um Umwelt, freiwillige Umweltprogramme und Fördermittel fürchten, wenn das Insektenschutzgesetz dann umgesetzt wird. Herr Vogel, bleiben wir für den Moment beim Green Deal. Dort ist die Reduktionsmarke gesetzt. Sie heißt, der chemische Pflanzenschutz soll bis 2030 um 50% reduziert werden. Und auch die Grünen haben sich in ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl geschrieben, eine Pestizidsteuer einzuführen und den Pflanzenschutzeinsatz zu reduzieren. Aber jetzt mal wirklich, welche Alternativen haben denn die Landwirte heute? Ist der Resistenz- und Krankheitsdruck, das besteht weiter fort. Gleichzeitig stehen auch Biologika als Alternative zu chemischem Pflanzenschutz noch nicht in dem Maße zur Verfügung, wie sich Landwirte das wünschen. Ja, wie sollen Landwirte mit diesen Zielen umgehen, wenn er keine wirklichen Alternativen hat? Also zunächst mal, Sie hatten es ja angesprochen und das darf man ja nicht ausblenden, dass die EU-Kommission ja auch ausdrücklich 25% Ökolandbau bis 2030 als Zielmarge gesetzt hat. Allerdings wäre es, glaube ich, zu kurz gesprungen, wenn wir davon ausgehen, 75% intensive Pflanzenschutzmittelbehandlung und 25% ist frei, sondern wenn, dann müssen wir dort dazu übergehen, dass wir Gleitzonen haben. Also ich gehe nicht davon aus,
dass auch wenn ich, wir haben ja in Brandenburg 20% Ökolandbau als Zielsetzung in dieser Legislaturperiode, selbst wenn ich 20% Ökolandbau habe, habe ich immer noch 80% konventionell wirtschaftende Betriebe. Und auch die muss ich doch mitnehmen. Und da müssen wir doch gucken, welche Möglichkeiten gibt es, den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren. Ist ja auch durchaus im Interesse der Landwirte, es zielgenau einzusetzen, um möglichst viel Geld auch zu sparen. Ne? Also weil ich das Bayer-Zeichen hinter Ihnen sehe, eigentlich umsatzschädigend für Bayer. Aber am Ende geht es doch darum, dass wir eben die modernen Verfahren auch tatsächlich einsetzen. Und das ist natürlich unter den größeren Bedingungen in Brandenburg sind da auch die Möglichkeiten besser, als sie vielleicht in Bayern oder Baden-Württemberg der Fall sind, ne? Weil wir diese modernen Technologien haben, wir können sie einsetzen. Es geht darum, also eben mechanische Unkrautbekämpfung beispielsweise einzusetzen, aber auch Spritzmittel gezielter einzusetzen. Es geht darum, Fruchtfolgen zu erweitern. Es geht darum, an den Standortbedingungen angepasste Sorten weiterzuentwickeln. Sie haben das schöne Thema Biologika genannt, dass also Alternativen auch zum chemisch-synthetischen Pflanzenschutz erarbeitet werden. Wir haben zum Beispiel sehr gute Erfahrungen auch mit Nützlingen gemacht. Da stehen wir aber auch in vielen Bereichen am Anfang. Es gibt so vieles, was man machen kann. Und natürlich haben wir in Brandenburg auch einen Pflanzenschutzdienst, ne, der also auch berät und dann eben auch an der entsprechenden Stelle Empfehlungen gibt, dann Pflanzenschutzmittel einzusetzen oder nicht. Also insgesamt gesehen geht es ja tatsächlich darum, die eingesetzte Menge zu reduzieren. Die EU hat das ja etwas krude gemacht. Sie hat es, glaube ich, am Umsatz angeknüpft. Das finde ich etwas seltsam, weil das würde heißen, wenn Bayer seine Preise halbiert, könnte genauso viel Wirkstoffe eingesetzt werden. Ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern es geht darum, dass also insgesamt die Wirkstoffmenge reduziert wird. Gut, dazu habe ich schon mal direkt eine Zuschauerfrage im Chat, nämlich möchte ein Zuschauer wissen, wieso geht es eigentlich immer nur um chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel? Was ist mit anderen Mitteln, die teilweise auch nicht beabsichtigte, unvorteilhafte, negative Umweltwirkungen entfalten können? Ja, ist richtig. Es gibt ja die Diskussion über den Kupfereinsatz. Den haben wir sowohl in der konventionellen wie in der ökologischen Landwirtschaft. Und selbstverständlich muss auch intensiviert werden im Ökobereich, welche Pflanzenschutzmittel, die setzen ja auch Pflanzenschutzmittel ein, ne? Also welche Pflanzenschutzmittel am geeignetsten sind, also am wenigsten schädliche Nebenwirkungen mit zu entfalten. Und von daher muss die Forschung eben nicht nur im traditionellen, konventionellen Bereich laufen, sie muss natürlich auch im Ökobereich laufen. Da teile ich ja 100% Ihrer Auffassung. Gut, und dann hätte ich noch mal eine ganz kurze Frage. Sie haben es ja angesprochen, es ist im Interesse auch der Landwirte, Pflanzenschutz und auch andere betriebliche Düngemittel gezielter auszubringen. Aber dafür müssen Sie auch letztlich erstmal investieren. Sie müssen die dafür passenden Technologien besitzen und anschaffen. Und jetzt wäre mal die Frage, wie hilft man denn den Landwirten da über den Weg, die auf der einen Seite um Erträge fürchten, auf der anderen Seite aber vielleicht auch noch nicht die Mittel haben, um in jede Smart Farming, Precision Farming Technologie zu investieren? Ja, soweit ich weiß, ist doch das auch eine Zielsetzung der Agrarpolitik, dass man in diesem Bereich auch Investitionen fördert. Wir haben ja auch die einzelbetriebliche Förderung, wo ich sagen muss, als Brandenburger, wir nehmen wahr, dass wir da viel mehr Geld momentan zur Verfügung haben, als dann am Ende auch tatsächlich abgerufen werden. Also da gibt es Förderprogramme, da gibt es auch die Bundeslandwirtschaftsministerin, die sich sehr dafür engagiert einsetzt. Und das ist, glaube ich, keine Frage, die man irgendwie an Parteifarben festmachen kann, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Landwirte in die Lage versetzt werden, die modernen Verfahren auch einzusetzen. Und die sehen eben anders aus als vor 30 Jahren und sie sind auch zugegebenermaßen teurer als vor 30 Jahren. Und jetzt hat hier jemand noch mal eine ganz praktische Frage. Was bedeutet denn eigentlich, den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren? Die Menge an Wirkstoffen, Menge an Liter, Flächeneinsatz? Was ist da die Orientierungsgröße? Ja, genau, das ist doch die spannende Frage, die ich versuchte auch vorhin deutlich zu machen. Also die Orientierung am Umsatz, glaube ich, ist völlig verfehlt. Die reine Menge, also jetzt gemessen in Kilogramm oder Tonnen, ist meines Erachtens genauso verfehlt, sondern es geht vermutlich am Ende tatsächlich darum, die Wirkstoffe zu reduzieren und das daran festzumachen. Aber diese Methodik ist ja noch gar nicht ausgearbeitet.
Ne? Also wir stehen da tatsächlich am Anfang. Wir hatten, kann ich Ihnen sagen, genauso wie Sachsen so ungefähr zeitgleich auch diese Forderung nach 50% Pflanzenschutzmittelreduzierung in die Koalitionsvereinbarung reingeschrieben. Wir sind dabei, mit Sachsen gemeinsam die Methodik dafür zu entwickeln. Aber wir brauchen ja eigentlich eine bundesweite Methodik beziehungsweise eine EU-Methodik. Die fehlt. Ne? Die fehlt. Von daher können wir momentan ja nur dokumentieren, wie viel Pflanzenschutzmitteleinsatz erfolgt momentan und wie entwickelt sich das. Aber damit ist noch keine Zielgröße verbunden und die müssen wir entwickeln. Und da sind wir natürlich auch sehr interessiert am Gespräch mit der chemischen Industrie, die da ja vielleicht auch Ideen hat, wie man das messen kann und wie das sinnvoll auch reduziert werden kann. Ja, das Gespräch mit der chemischen Industrie, das ist doch jetzt mal ein willkommenes Stichwort, um Herrn Müller hier in die Diskussion zu holen. Und zwar gibt es da ja einige Punkte und einige Zielkonflikte in der ganzen Agrarwende-Debatte. Zum einen Extensivierung versus Verantwortung für die Ernährungssicherung, dann wie gehen Reglementierungen von Innovationen, wie geht die Reduktion von Pflanzenschutz einher mit einem globalen Wettbewerb? Drängt das da die Agrarwirtschaft in Deutschland und Europa, drängt das die Landwirte da ins Abseits? Das sind sicherlich auch Fragen, die Peter R. Müller umtreiben. Peter R. Müller ist Geschäftsführer der Bayer Crop Science Deutschland GmbH und ist uns hier heute zugeschaltet. Die Fans der Agrargespräche kennen ihn wahrscheinlich auch schon aus der einen oder anderen Sendung in diesem Jahr. Aber für die, die jetzt vielleicht auch heute zum ersten Mal dabei sind, noch ein paar Worte zu Ihnen, Herr Müller. Peter R. Müller ist seit 2019 Geschäftsführer der Bayer Crop Science Deutschland GmbH. Er hat nach seinem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaft seine Karriere im Bayer-Konzern beschritten und dort verschiedene, auch internationale Führungsposten bekleidet, bevor er zur Bayer Crop Science Deutschland GmbH kam. Herr Müller, Sie haben sich sicherlich schon mal gewünscht, in die Situation zu kommen, einem grünen Landwirtschaftsminister Fragen zur Agrarwende zu stellen. Heute haben Sie hier die Gelegenheit. Ja, Herr Müller, Feuer frei. Dankeschön, Frau Pionke. Wir wurden hier schon, Minister Vogel, als zwei Streithähnen, die aufeinandertreffen, angekündigt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wir haben da durchaus auch bei anderen Gelegenheiten schon eine durchaus vernünftige Art und Weise des Umgangs gepflegt. Nichtsdestotrotz, was ich teile, vielleicht, wenn ich mit einer Bemerkung starten darf, ich fand das auch etwas putzig, eine 50% Reduktion erstmal festzuschreiben, aber die Grundlage, was man eigentlich um 50% reduzieren will, noch nicht ganz hinterher schieben kann auf europäischer Ebene. Nichtsdestotrotz, worüber wir sprechen, ist halt das Ziel der Signifikanz der Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Wenn das die Gesellschaft so möchte, ist das etwas, worauf wir uns sicherlich auch einstellen werden. Und das betrachten wir nicht immer nur unter dem Gesichtspunkt des Umsatzes, der Umsatzeinbußen. Nichtsdestotrotz, was mir wichtig ist, und darauf zielt meine erste Frage, Herr Minister, ist das Thema Landwirtschaft und Innovation, wie Sie sich vorstellen können, in unserem Unternehmen auch. Man gewinnt doch gerne den Eindruck, dass Deutschland, wenn nicht gar ganz Europa, irgendwie so ein Stück weit zu einer Insel der Bilderbuchlandwirtschaft entwickelt werden soll. Viele bemühen auch den Begriff von Bullabü-Landwirtschaft, was Ähnlichem. Gleichzeitig versuchen wir aber auch, wir versuchen es nicht nur, wir tun es, wir richten doch auch andere. Wir bewerten abschätzig, wenn andere Regionen der Welt Innovation im Pflanzenschutz, in der Pflanzenzüchtung, auch im Bereich von Novel Food zum Einsatz kommen. Zeugt das nicht schon für Sie auch von so einer Art eurozentristischer Arroganz oder Hochnäsigkeit, wenn wir über Regionen dieser Welt urteilen, die unter Mangel leiden teilweise und die halt eigentlich optionsoffen alle Möglichkeiten auch ihre Probleme zu lösen angehen wollen. Stichwort GMO, Stichwort aber auch neue Züchtungstechnologien, Methoden, Stichwort Heuschrecken in Afrika. Müssen wir da nicht eigentlich über den ganzen Werkzeugkasten sprechen? Wie sehen Sie das? Herr Vogel, Sie müssten Ihr Mikro... Wir sind gemutet. Wir können Sie nicht hören. Wir sind stumm gestellt. Herr Vogel? Bei mir ist es an. Ah, jetzt sind Sie auch wieder on air. Okay, gut.
Ja, Herr Müller, danke erstmal für die einführenden Worte. Also uns verbindet zumindest, dass wir beide Betriebs- und Volkswirtschaft studiert haben und auch irgendwie zum Abschluss gekommen sind. Und ich bin durchaus in der Lage, auch Landwirtschaftspolitik unter betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten. Und ich kann natürlich auch bewerten, dass es unterschiedliche Interessenslagen gibt. Ne? Also es gibt durchaus die Interessenslage Ihres Konzerns beispielsweise über Ihr Geschäftsmodell dann auch weiter zu existieren und Gewinne zu machen. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Interessen von anderen, die dem entgegengerichtet sind. Und von daher geht es für mich hier überhaupt nicht um Eurozentrismus oder Ähnliches, sondern wir sind doch dabei, hier in Europa ein Modell zu entwickeln, das auch in der gesamten Welt als Vorbild dienen kann. Ne? Also das haben wir ja in mehreren Bereichen. Ich nehme jetzt nur mal den wirklich aktuellen Bereich des Klimaschutzes und der erneuerbaren Energien, des Kohleausstieges. Da kann man auch sagen, die Europäer sind praktisch die Insel der Seligen, die schaffen es, also eine Industriegesellschaft allein auf Basis erneuerbarer Energien am Leben zu halten bzw. weiterzuentwickeln. Und so würde ich mir das auch vorstellen im Bereich der Agrarwirtschaft. Ne? Wir sind doch diejenigen, die also hier die Forschungskapazitäten haben, die die Produktionskapazitäten haben. Und wenn wir in der Lage sind, dass wir demonstrieren, dass eine Landwirtschaft funktioniert, auch ohne Vergiftung von Landarbeiterinnen und Landarbeitern, ne? Also ohne negative Auswirkungen auf die Biodiversität, dann haben wir doch unglaublich was gekonnt. Und von daher, ich sehe uns eher in der Rolle des Vorreiters. Die EU ist die Vorreiterin oder sie kann es zumindest werden. Und wenn wir all das schaffen, was angesprochen wurde mit dem Green Deal, also 50% weniger Antibiotika, 50% weniger Pflanzenschutzmittel, 20% weniger Dünger und trotzdem eine gute Ernährungssicherheit und Einkommenssituation für die Landwirte abzusichern, dann glaube ich, sind wir ein Vorbild für die gesamte Welt. Gut, da würde ich noch mal gerne ganz kurz eine Anschlussfrage stellen, bevor ich wieder an Herrn Müller zurückgebe. Und zwar, Herr Minister Vogel, wie steht es denn da mit der grünen Gentechnik, mit der Genschere CRISPR-Cas? Die hat ja letzte Woche durch eine Studie der EU-Kommission, die deren Einsatz befürwortet, auch um auf der anderen Seite chemischen Pflanzenschutz zu sparen, bodenschonende arbeiten zu können, Dürren etc. als Problemlagen zu adressieren, die hat den Einsatz befürwortet. Was ist denn da eigentlich von den Grünen für eine Politik zu erwarten, wenn sie tatsächlich in die Regierungsverantwortung im Bund kommen oder wenn eine Annalena Baerbock tatsächlich Kanzlerin wird? Denn da gibt es ja auch innerhalb ihrer Partei abweichende Meinungen. Werden sie dann einen gentechnikfreundlichen Kurs einschlagen? Also, es kommt doch immer darauf an, welche Art von Gentechnik. Also im Bereich der medizinischen Gentechnik, da wissen Sie selber, dass wir da nicht averse sind, sondern das durchaus unterstützen. Aber in dem Moment, wo es praktisch ins Freiland geht, da wird es dann ausgesprochen schwierig. Und wir halten tatsächlich Vorsorgeprinzip als eine wesentliche Errungenschaft der EU, ne, und auch für Deutschland. Und das wollen wir auch sichergestellt sehen. Und in dem Zusammenhang ist eben auch zu bewerten, welche Regeln für Gentechnik gilt. Es gibt sehr strenge Regeln. Es ist nicht generell verboten, in Deutschland oder Europa Gentechnik zu erforschen, auch im landwirtschaftlichen Bereich. Aber wir sehen nicht, dass wir das jetzt aufweichen, sondern wir halten daran fest, dass die Regeln, die auf EU-Ebene vereinbart sind, die gegenwärtig gelten, auch für neue Gentechnik anzuwenden ist. Okay. Ja, Herr Müller, was haben Sie jetzt dazu eine Frage oder eine andere Frage an den Minister? Naja, wir hatten ja gerade eben schon über das Thema Europa und Innovation, Erneuerung der Landwirtschaft gesprochen. Bleiben wir doch mal bei dem Thema. Was wir in Deutschland über die letzten Jahrzehnte geschafft haben, in Europa genauso, ist, dass wir immer risikoaverser und vor allem auch überbürokratisierter werden. Die Frage an Sie ist, dass im Ergebnis, das sehen wir auch beispielsweise allein bei den Zulassungen, bei den beantragten Zulassungen in Deutschland, die sind ja seit Ewigkeiten rückläufig, das hat ja auch einen guten Grund. Innovation findet außerhalb Deutschlands statt, Innovation findet sehr stark außerhalb Europas statt. Damit kommt es halt auch zu einem Brain Drain, wie es so schön heißt. Also eine Abwanderung auch von Kapazitäten, von Arbeitskräften, von Forschern und Entwicklern aus Deutschland, aus Europa raus. Wie lange können und vor allem wollen wir uns auch eigentlich diesen Luxus noch leisten?
Aber auf der anderen Seite gleichzeitig Produkte, Innovationen, die Ergebnisse von Innovationen außerhalb Europas nach Europa importieren. Also ich teile Ihre Auffassung überhaupt nicht von der, dass wir hier besonders risikoavers und überbürokratisiert wären. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass der erste Impfstoff gegen Corona in Deutschland entwickelt wurde und zudem im neuen mRNA-Verfahren, oder dass wir federführend sind bei der Entwicklung von digitalen Anwendungen für mechanische Unkrautbekämpfung. Sie entlehnen jetzt Beispiele außerhalb der Landwirtschaft. Nee, jetzt habe ich gerade mechanische Unkrautbekämpfung unter Amazon genannt. Also, wenn es jetzt nur darum geht, Fortschritt daran festzumachen, dass gentechnisch veränderte Organismen im Bereich der Landwirtschaft ausgesetzt werden dürfen, da sind wir durchaus unterschiedlicher Auffassung, das konzidiere ich. Ansonsten aber haben wir in Europa auch mit unserer Forschungslandschaft und dem Geld, das auch in Europa in die Forschung investiert wird, auch in landwirtschaftliche Forschung investiert wird, denke ich, müssen wir uns da nicht hinten anstellen. Und wenn ich mal ein Beispiel nehme, Glyphosat, ne, also weil gerade erst diese Woche über den Ticker kommt, dass also in der Uni Tübingen ein sehr natürlicher Stoff gefunden wird oder isoliert wird, der also geeignet ist, dieselben Wirkungen wie Glyphosat zu haben und Glyphosat zu ersetzen, dann zeigt es doch auch, dass in Deutschland geforscht wird und dementsprechend auch die Alternativen auch erarbeitet werden. Wenn aber aus Ihrer Sicht praktisch es so ist, dass Sie praktisch nur in Ihrem bisherigen Forschungsbereich weiter aktiv werden wollen, aber sich neue Forschungsfelder nicht erschließen wollen, dann haben wir in der Tat miteinander ein Problem. Aber das Problem ist dann weniger meins, ne, sondern das Problem ist Ihres, weil Sie ja dann irgendwann eben nicht mehr an der Spitze der Entwicklung stehen, sondern irgendwo hinterherhecheln. Aber das würde ich bedauern. Ne. Ich würde es viel besser finden, wenn Bayer sich eben jetzt auch auf den Weg macht, sagt, okay, die Zeit der chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel geht langsam zu Ende. Lasst uns mal Alternativen erforschen und wir wollen gern an der Spitze des Fortschritts stehen. Und da werden Sie von uns immer Unterstützung bekommen. Das ist sehr beruhigend zu wissen. Ich kann Sie auch versichern oder Ihnen versichern, dass wir an genau diesen Themen arbeiten. Die Frage ist halt auch nur, wo tun wir das? Und da muss ich Ihnen halt dann doch leider widersprechen. Ihre Aufgabe als Politiker ist es ja schon, die entsprechenden Rahmenbedingungen auch für F&E-Tätigkeiten in einem Land zu stellen. Unser Vorteil ist es, dass wir uns dann halt auch ein Stück weit weltweit auch umgucken können, wo sowas möglich ist. Und die Restriktionen, die wir vorgehen, sind einfach in Deutschland da. Es tut mir leid, aber es ist über lange Perioden, lange Strecken hinweg zu wenig in die Landwirtschaft, in die landwirtschaftliche Forschung investiert worden am Standort in Deutschland. Einzelne Beispiele zu nennen, ändert das jetzt nicht. Ich glaube, in unserem gemeinsamen Interesse, aber da sind wir, glaube ich, auf der gleichen Seite, ist es schon, den Standort, auch den Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland weiter nach vorne zu bringen. Also von daher sind wir da schon auf derselben Seite, sehe ich genauso. Bei allem Ringen, was eingangs auch besprochen wurde, um das Umsetzen, da gab auch in nationale Politik. Bleiben wir doch mal bei dem Thema, ich nenne es mal Pragmatismus einiger, insbesondere auch grüner Politiker, beispielsweise Nikotinoide, so wie in Schleswig-Holstein oder auch von Ihren Kollegen in Hessen, wieder über Notfallzulassung beantragt wurden und auch zugelassen wurden. Oder aber der österreichische Weg, so mag ich es mal nennen, in Regierungsverantwortung, die Grünen in Regierungsverantwortung in Österreich von einem Totalverbot von Glyphosat, Sie hatten es gerade angesprochen, abzurücken und nur noch in die Anwendung im privaten Bereich unterbinden zu wollen. Wie sehen Sie das? Also zunächst mal, um sehr deutlich zu sagen, dieser Pragmatismus ist bei uns auch vorhanden. Auch bei uns gibt es Notfallzulassungen, aber das bedeutet nicht, dass wir in einem unbeschränkten Ausmaß den Einsatz dieser hochgiftigen Insektizide oder Pestizide zulassen, ne, sondern wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein anderer Stoff zur Verfügung steht, dann erhalten Sie unter strengen Auflagen auch in Brandenburg dann eine entsprechende Zulassung. Und nicht anderes ist, dass auch in Hessen oder Schleswig-Holstein oder in anderen grün mitregierten Bundesländern der Fall. Für Österreich kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich, also Österreich ist nur noch mal ein eigenes Land. Aber ich weiß, dass Österreich zum Beispiel ein großes Ausmaß ökologische Landwirtschaft gefördert hat, einen viel höheren Ökolandanteil hat als Deutschland oder auch als Brandenburg und von daher vermutlich auch in wesentlich weniger Ausmaß bisher Glyphosat einsetzt, als es vielleicht in Deutschland der Fall war. Also gesunder Pragmatismus, den finden Sie bei uns auch.
Aber dieser Pragmatismus ist natürlich eben eine Übergangsperiode, bis wir dann die Möglichkeiten, die Stoffe gefunden haben, die es überhaupt nicht mehr erfordern, Notfallzulassungen zu tätigen, sondern dass wir nach Möglichkeit ganz darauf verzichten können. Ja, vielen Dank für diesen engagierten Schlagabtausch, an Sie beide Herren. Bevor ich jetzt wieder zurück nach Berlin gebe, würde ich noch eine Zuschauerbeobachtung zulassen. Und ich denke, Herr Minister Vogel, es wäre an Ihnen, die zu kommentieren. Und zwar äußert ein Landwirt die Sorge, die Einkommenssituation wird sich doch aber mit dem politisch vorgesehenen Programm deutlich verschlechtern. Wenn Sie darauf eine kurze Antwort geben können. Also man kann doch nicht voraussetzen, dass kontinuierlich 5 Milliarden Euro pro Jahr innerhalb Deutschlands lediglich zur Einkommenssicherung ausgegeben werden, sondern das ist natürlich gesellschaftliches Geld. Es wurde ja vorhin angesprochen, dass auch für gesellschaftliche Leistung gezahlt werden soll. Und die Krux ist doch, dass die Marktpreise momentan nicht so sind, dass die Landwirte davon leben können. Das ist aber eine allgemein beklagte Problematik. Und seitdem ich überhaupt politisch denken kann, ist die Standardaussage von jedem Landwirt in ganz Deutschland, den ich bisher getroffen habe, wir möchten eigentlich keine Subventionen, wir möchten eigentlich gar keine Fördermittel als Einkommensstütze, sondern wir wollen von unserer Arbeit leben können. Und ich denke, da müssen wir doch alle für kämpfen, dass das der Fall ist, dass der Lebensmitteleinzelhandel, dass die Abnehmer, also die weiterverarbeitenden Betriebe, die Molkereien, die Schlachtereien, ihnen auch die Preise bezahlen, von denen sie leben können, ohne dass es eine zusätzliche Zufinanzierung über Transferzahlungen gibt. Gut, ich denke, da hinzukommen ist der Königsweg und wir sehen auch schon die Vereinigung von Politik und Wirtschaft, Ökonomie und Ökologie. Das haben wir auch in diesem Schlagabtausch hier und auch vielen Dank schon mal, Herr Müller, für den Moment, für Ihren Einsatz hier gesehen. Da ist noch, gibt es noch einige Zielkonflikte, da ist auch noch einiges an aufeinander zu bewegen und Kompromissbereitschaft gefragt. Aber Herr Minister Vogel, Sie haben ja auch gesagt, Realpolitik und Pragmatismus gibt es auch bei uns in Brandenburg. Und das ist das Stichwort, mit dem ich jetzt gerne an Daphne in Berlin zurückgeben würde, die ja die Brandenburger Verhältnisse schon lange beobachtet. Wie steht es um den Pragmatismus in der Brandenburger Landwirtschaftspolitik, Daphne? Ja, danke, Stefanie. Ein klasse Beispiel, wie Umweltschutz in einem Großbetrieb funktionieren kann und auf vielen Flächen Artenschutz und Tierwohl im Stall betrieben wird, ist die Agrofarm in Nauen, eine der beiden Bayer Forward Farms eben in Brandenburg unter der Leitung von Dirk Peters und seiner Tochter Stefanie Peters, die auch schon Gast hier bei den Agrargesprächen in Berlin war, legen beide großen Wert auf eben eine wissenschaftliche Betreuung ihrer Projekte. Ausprobiert werden Nisthilfen, Staudengärten, mehrjährige Blühstreifen, aber auch blühende Untersaaten, die das Bodenleben fördern. Herr Vogel, Sie haben diese Woche Gelegenheit, mit den Brandenburger Bauern eben in Kontakt zu treten. Und zwar Ihre Landwirte haben in Eigeninitiative den neuen Brandenburger Weg aufgelegt, sozusagen ein Leitbild, wie ressourcenschonend Landwirtschaft und Tierwohl funktionieren kann. Aber dennoch wollen die Landwirte Ihnen eben die Bedingungen, nach denen Sie fragen, unter diesen Bedingungen, wie können Sie eben da einkommenswirksam wirtschaften? Was ist das Land Brandenburg bereit zu bezahlen, um dass eben ein Brandenburger Weg auch gelingen kann? Ach so, der neue Brandenburger Weg, haben Sie gerade angesprochen, ist ja die Bereitschaftserklärung des Landesbauernverbandes und damit würde ich mal sagen, der Bauern in Brandenburg, sich abzuwenden von der Weltmarktorientierung und auf regionale Versorgung zu setzen. Das Interessante ist vielleicht die Innenseite. Da sehen Sie nämlich hier rechts unten Land Brandenburg, gefördert vom Land Brandenburg, weil uns das nämlich auch wichtig war, dass hier in einem partizipativen Prozess die Landwirte sich selber eine Meinung darüber bilden, wie sie aus dieser Orientierung, die letztendlich mit den schwachen Böden in Brandenburg auch überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist,
an Weltmarktpreisen, wie sie da rauskommen. Und Sie haben eine ganze Masse von Vorschlägen herausgearbeitet, die wir auch unterstützen, wo wir auch im Gespräch sind. Wir sind auch nicht neu im Gespräch, sondern schon seit geraumer Zeit. Was Sie ansprechen, ist, dass es jetzt einen Termin geben wird in Nauen. Ich war ja auch übrigens in Nauen bei der Agrofarm und war ja auch sehr angetan von dem, wie hier versucht wird, konventionelle Landwirtschaft und Naturschutz und Landschaftspflege miteinander in Einklang zu bringen. Da haben Sie auch Beispiele für Blühstreifen, für alles Mögliche, was jetzt auch im Rahmen der EU-Förderprogramme dann mit unterstützt werden soll. Also es gibt hier überhaupt keinen Gegensatz, sondern es geht um das, was Sie angesprochen haben. Wie organisieren wir das, dass das auch tatsächlich funktioniert? Und es wird natürlich nicht funktionieren, dass alles aus Landesmitteln finanziert wird, sondern da müssen wir natürlich auf die EU-Programme zurückgreifen. Das ist ganz wichtig, aber wir müssen auch Unterstützungsleistungen machen. Und das heißt, wir müssen die Vermarktung ankurbeln. Wir müssen ein Regionalsiegel, das ist ja auch ein Ziel unserer Koalitionsvereinbarung, ein Regionalsiegel etablieren, das dazu führt, dass tatsächlich ein Mehrwert für die Landwirte daraus entsteht. Und das werden wir nur gemeinsam mit Berlin schaffen, die größte Stadt inmitten von Brandenburg, fast 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und von denen auch ein sehr, also nicht unbeträchtlicher Anteil, auch sehr stark an ökologisch produzierten Lebensmitteln interessiert ist, die aber auch regionale Lebensmittel sehen wollen. Und von daher sagen wir dann auch sehr eindeutig, regional ist erste Wahl und das stellen wir ganz in den Mittelpunkt unserer Landwirtschaftspolitik. Danke, dazu kommen wir auch gleich. Dennoch wollte ich noch mal fragen, es ist doch heute auch noch mal gesagt worden, bei der Vorstellung der Folgenabschätzung vom Institut zur Borchert, zu den Borchert-Empfehlungen zum Umbau der Tierhaltung. Es geht nicht, die Landwirte können diesen Umbau nicht leisten, wenn sie nicht staatlich gefördert werden oder eben auch vom Verbraucher eine Tierwohlabgabe zum Beispiel oder eine Mehrwertsteuer bezahlt oder erhoben wird. Bestes Vorbild ist doch der niedersächsische Weg. Dort sagt doch auch Ministerpräsident Stefan Weil von Niedersachsen, ja, ihr Landwirte, ihr bekommt eine Entschädigung, wenn ihr wasserschonend arbeitet, weniger die Nitratbelastung reduziert. Dort wird zum Beispiel der Verbraucher um ein Wassergeld zur Kasse gebeten. Ist sowas auch für Sie in Brandenburg möglich? Also die Vorschläge der Borchert-Kommission, die hatten ja nun wirklich die einstimmige Unterstützung aller Agrarministerinnen und Agrarminister auf einer Sonderagrarministerkonferenz in Berlin gefunden. Und ich fand es sehr überraschend, dass nachdem es jahrelang vor sich hin dümpelte, plötzlich Corona-bedingt, muss man auch sagen, das war da nicht unwesentlich mit beteiligt und der Situation in den Schlachthöfen in Niedersachsen, plötzlich das Gefühl entstanden ist, wir müssen jetzt mehr machen. Ne? Also wir müssen jetzt wirklich mal einen Schritt nach vorne machen und egal, ob das jetzt von der Borchert-Kommission 100% das Gelbe von Ei ist, es ist der Schritt in die richtige Richtung und jawohl, wir müssen zu einem Tierwohlabgabe kommen, wir müssen dazu kommen, dass nicht nur Investitionen gefördert werden, das haben wir schon die ganzen Jahre, Investitionsförderung ist nie ein Problem gewesen, wir müssen dafür sorgen, dass auch die tierwohlgerechte Haltung unterstützt wird und das werden wir aber nicht allein aus Landesmitteln schaffen, sondern da brauchen wir mehr Geld, da brauchen wir viel Geld. Es geht, Borchert-Kommission, wenn ich das richtig sehe, geht von 11 Milliarden Euro allein für die Umbaukosten aus und dann anschließend brauchen wir ja auch noch eine laufende Finanzierung und das finde ich richtig. Ne, deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, gar kein Problem, ich unterstütze das ausdrücklich, dass entsprechende Zahlungen getätigt werden und wir müssen eben noch die Diskussion auf Bundesebene tatsächlich auskämpfen, woraus das finanziert wird. Mehrwertsteuererhöhung ist nicht besonders sinnvoll, weil die wiederum aufgeteilt wird zwischen Bund, Kommunen, Ländern. Wir wollen schon spezifischer tatsächlich eine zweckgebundene Abgabe. Wie die genau ausgestaltet ist, vermag ich jetzt aber auch nicht zu sagen. Wichtig ist, wir sind auf dem Weg. Die Bundeslandwirtschaftsministerin ist da auf dem Weg und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und aber dennoch ist es ganz klar im BML oder auch in, als Beobachter von uns in der Politik, wenn es konkret wird, ist, ich sage es jetzt mal wirklich, die SPD oder auch die Grünen dann doch schnell dabei, Vorbehalte zu haben oder auch auf die Bremse zu drücken. Bestes Beispiel ist zum Beispiel der Stallbau. Viele Landwirte fühlen sich einfach alleingelassen. Hier schreibt auch einer, Regionalität funktioniert nicht für jeden Betrieb. Und
nicht zu verachten, ihr Veggie-Day, den sie mal einführen wollten. Viele Landwirte denken wirklich ans Aufhören und angesichts der vielen Vorschriften und erdrückenden Verbote. Stefanie, wie sieht es aktuell an der Front der Landwirte aus? Wann ist die nächste Demo geplant? Also mir ist jetzt noch keine konkrete Demo bekannt, aber mich würde es nicht wundern, wenn diese Woche zumindest mal die Initialzündung für eine Demo gesetzt würde oder auch tatsächlich sich spontan eine mobilisieren würde, weil wir haben es gehört, am Freitag wird über das sehr umstrittene, unter Landwirten sehr umstrittene Insektenschutzgesetz im Bundestag abgestimmt. Am Donnerstag steht die Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken zur Abstimmung im Bundestag, die ja den Lebensmitteleinzelhandel an die Kandare nehmen soll und ihm Knebelverträge, Drückverträge an seine Vorlieferanten verbieten soll. Also alles Themen, die auch die Landwirte auf die Straße getrieben haben und wo Sie ja, Herr Minister Vogel, auch gesagt haben, wir brauchen auskömmliche Preise für Lebensmittel, wir brauchen gute Preise für Lebensmittel. Aber warum sind denn halt die Preise im Supermarkt nun mal so niedrig? Weil das ist ja der Ort, an dem die meisten Bürgerinnen und Bürger ihre Lebensmittel kaufen. Ist der LEH einfach zu mächtig? Liegt der Fehler im System oder wird er versäumt, politische Stellschrauben zu drehen? Wir leben ja nicht in der Planwirtschaft mit Preisfestsetzungen, ne, sondern die Preise bilden sich tatsächlich am Markt, aber gleichzeitig haben wir einige Bedingungen, die dazu führen, dass die Preise so sind, wie sie sind. Die ungleichen Vertragsbeziehungen haben Sie angesprochen, insbesondere im Milchsektor ist es ja offenkundig. Da wird die Marktmacht der Molkereien gnadenlos gegen die Landwirte als Produzenten durchgesetzt. Auf der anderen Seite haben wir Konkurrenz mit niedrigen Fleischpreisen, das ist ja genau so ein Thema, das breit diskutiert wird, dass es ein Werbeverbot mit Preisen im Lebensmittelsektor geben soll, insbesondere im Bereich von Fleisch. Und es gibt natürlich die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels. Ja, das wird immer wieder thematisiert. Wir erleben auch, aber das muss ich jetzt positiv sagen, dass inzwischen mehrere Konzerne, ja, Rewe zum Beispiel, Edeka, tatsächlich jetzt auch Regionalisierungsprogramme fahren, die sich auch für uns in Brandenburg positiv auswirken. Aber da kann noch viel mehr geschehen. Aber was häufig ausgeblendet wird, sind praktisch die Weiterverarbeiter. Ne? Also die Konzentrationsprozesse auf dem Fleisch, also bei den Schlachthäusern, ne, die, glaube ich, übersteigen noch deutlich die Konzentrationsprozesse im Lebensmitteleinzelhandel. Und wenn beispielsweise, jetzt auch um was Aktuelles zu nehmen, Herr Tönnies anbietet, 500 Musterställe zu finanzieren, aber im Gegenzug erwartet, dass die Bauern, die diese Ställe dann auch nutzen, mit ihm mindestens ein Jahresverträge abschließen, dann sind wir doch genau wieder in dieser Nummer drin, dass ein selbstständiger Landwirt letztendlich zum Lohn Mester wird, ja, also praktisch gar nicht mehr völlig selbstständig agieren kann, sondern von Anfang an eingebunden wird in ein ganz knallhartes System, wo ihm die Preise vorgegeben werden und entweder macht er das oder er macht es nicht. Aber das ist eben von übel. Ne? Also das sind, glaube ich, doch einige Sachen, die wir, glaube ich, auch miteinander gemeinsam zu lösen haben, Landwirte und Politik. Gut, Ihre Strategie, Sie haben es angesprochen, das Leitbild der bioregionalen Ernährung in Berlin, dass sich dort der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen scherzhaft, der Hipster-Mikrokosmos verordnet hat und dann das Regionalsiegel für Lebensmittel aus der Mark Brandenburg. Wie schaffen Sie es denn dann durch diese Programme und auch wirklich eine tiefere Wertschöpfung für die Landwirte zu schaffen? Wobei es hier in Berlin nicht nur Hipster gibt und auch nicht nur Hipster ihre Kinder in die Kitas schicken, sondern wir müssen ja sehen, dass Berlin die Sondersituation hat. Sie sind Land und Stadt zugleich, Land und Kommune. Und von daher kann Berlin auch einseitig entscheiden zu sagen, in unseren Kantinen, egal ob es in den Kitas sind, in den Schulen sind, in den Universitäten, in den Behörden, in den Mensen und Kantinen, können wir vorgeben, dass Anbieter bei uns mindestens 50% regionale Ware einzusetzen haben oder mindestens 20% Bio-Ware einzusetzen haben. Aber wie weist man das nach? Und das versuchen wir eben mit einem Regionalsiegel für Lebensmittel aus der Mark Brandenburg, die dann Berlin dann auch als Vorgabe machen würde für alle Anbieter. Zum Beispiel mindestens 50% der Kartoffeln müssten aus Brandenburg sein oder Ähnliches.
Und damit würden wir ja auch die Nachfrage und hoffentlich auch die Preise steigern. Das ist die Idee, die dahinter steht. Das ist auch nicht ohne Vorbild. Es gibt entsprechende Qualitätsprogramme in Baden-Württemberg. Und wir haben eine Erklärung abgegeben, dass wir das baden-württembergische Modell übernehmen wollen. Berlin hat uns gegenüber erklärt, dass sie das dann auch als ihren Nachweis dann ansehen würden. Und von daher, glaube ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Sehr, alles gut. Das bleibt dann erstmal abzuwarten, ob das dann tatsächlich auch so eintrifft. Ne? Aber es sind ja Stellschrauben, die da gedreht werden können. Aber ich würde jetzt an dieser Stelle dann auch final für heute von meiner Seite an meine Kollegin Daphne in Berlin zurückgeben. Naja, wenn denn doch der Brandenburger Weg beinhaltet, unter anderem, oder nicht der Brandenburger Weg, sondern die bioregionale Ernährung in Berlin nach sich zieht, dass regionale Wertschöpfungsstrukturen in der Landwirtschaft in Brandenburg gefördert werden. Wie ist das denn, Daphne, wenn du so in Brandenburg unterwegs bist? Sprießen da jetzt die regionalen Schlachthäuser wie Pilze aus dem Boden? Nein, also nach meinen Beobachtungen, und Herr Vogel lacht auch dazu, gibt es eigentlich so gut wie keine Verarbeitungsbetriebe wie Mühlen, Molkereien oder Schlachthöfe. Gut, da sind ja die regionalen kleinen Betriebe jetzt auch bundesweit, sollen die gefördert werden. Stattdessen werden eben Autofabriken wie Telsa gebaut oder die Landwirte, die landwirtschaftlichen Fachkräfte entschließen sich lieber bei Amazon geregelte Arbeitszeiten dort zu arbeiten, als eben am Wochenende im Stall zu melken oder eben im Sommer spätabends noch auf dem Acker seine Runden zu drehen. Und dennoch wünsche ich mir wirklich, und ich glaube auch hier die Landwirte im Chat, die eben sagen, wie kann der Demeter-Betrieb in Rathenow anderthalb Stunden von dem Berliner Speckgürtel entfernt, eben ab Hof muss er 1 Euro oder nimmt er 1 Euro für den Liter Milch und könnte wirklich in Prenzlauer Berg für 2,50 würde er den Liter Milch biologisch dynamisch erzeugt, aus den Händen gerissen werden. Und wir müssen leider zum Schluss kommen, Herr Vogel, auch, das hatten wir jetzt heute leider zeitlich nicht mehr geklappt, aber es brennt den Landwirten auf den Nägeln eben. Wie kann der Demeter-Betrieb, wie kann er eben einmal seine Ware verkaufen, aber auch entsprechend diese horrenden Pacht- und Bodenpreise bezahlen? Stichwort Ihr Agrarstrukturgesetz, da könnten Sie noch kurz was sagen und dann war's das. Sie müssten das Mikro anmachen. Jetzt? Ja. Ja, ja, ich habe nur deswegen ein bisschen gelächelt, aber das war eher ein Verzweiflungslächeln, weil wir gerade nicht in der Situation sind, dass wir neue Schlachthöfe aufgebaut bekommen, sondern dass innerhalb kürzester Zeit 2 dicht gemacht haben. Und das macht die Schwierigkeit aus, ne? Dass also wir zwar wirklich die Hände ausbreiten und sagen, bitte Investoren, kommt bitte, errichtet Schlachthöfe bei uns, mittelständische, kleine und so weiter, dass wir aber feststellen, dass die Voraussetzungen dafür nicht wirklich günstig sind. Wir haben allerdings noch Kapazitäten, das ist richtig, aber sie reichen schon längst nicht mehr aus für die Tierhaltung in Brandenburg und das macht ja dann auch Tierhaltung teuer. Und weil die Transportkosten dann zu berücksichtigen sind, das schlägt sich dann wieder in den Preisen nieder. Es schlägt sich auch darin nieder, dass es schwierig ist, dann die regionale Herkunft auch nachzuweisen. Also Probleme ohne Ende, wo wir aber gemeinsam mit den Landwirten auch darum ringen, dass wir hier Möglichkeiten und Lösungen finden. Aber es ist ein Zerrbild von Brandenburg, wenn man sieht, wenn man das nur an Tesla festmachen möchte. Nein, wir haben schon auch eine blühende Landwirtschaft, die also frohgemut in die Zukunft guckt, habe ich zumindest den Eindruck. Allerdings wird das nicht über Hofläden alleine zu machen sein, ganz im Gegenteil, sondern wir brauchen Vermarktungsstrukturen, die die Produkte von den Höfen nach Berlin bringen, zu Preisen, die sich auch rechnen. Die Frage der Agrarstruktur, insbesondere die Preissteigerung, das ist ja ein bundesweites, vermutlich ein europaweites Problem. Wir hatten jetzt längere Zeit explodierende Preise, ist auch logisch. Wenn ich mein Geld beim Finanzminister abliefere, muss ich sogar noch Strafzinsen bezahlen. Wenn ich das Geld in Land investiere, habe ich die Chance, sogar noch eine Wertsteigerung einzukassieren und habe also durch die Pacht dann auch noch eine Mindestverzinsung. Und unser Ziel ist es, mit unserem Agrarstrukturgesetz hier mal reinzugehen, bessere Möglichkeiten zu schaffen für den Vorerwerb, für landwirtschaftliche Betriebe dazwischen zu gehen. Da ist einiges zu tun. Wir haben
jetzt dieses agrarstrukturelle Leitbild im Landwirtschaftsausschuss des Landtages. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier sehr schnell zu einem Konsens kommen und dann können wir auch ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Es darf vielen ja nicht Dank. Vergessen und dann werden. Sehen wir, ja, vielen Dank. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Schade. Und ich wünsche Ihnen auch viel Glück mit dem Agrarstrukturgesetz, denn man sieht es ja bei Ihrer grünen Kollegin Frau Dahlbart in Sachsen-Anhalt, die ja im zweiten Anlauf wieder gescheitert ist mit der Umsetzung eines geplanten Agrarstrukturgesetzes, um dem Ausverkauf der landwirtschaftlichen Flächen einen Riegel vorzuschieben. Aber ganz klar ist auch heute wieder bei der Diskussion zur Agrarwende herausgekommen, Landwirtinnen sind nur für einen aktiven Umweltschutz zu gewinnen, für Tierwohl, für Ökologie und Klimaschutz, wenn diese auch in Euro bezahlt wird. Daran wird die Politik gemessen und Minister Vogel, Sie haben dazu Gelegenheit und eben auch, wir befinden uns im Superwahljahr, da werden sich alle Parteien positionieren müssen und auch das, was eben auch mit Nachdruck gegen das sich Herr Müller wehrt von Bayer Crop Science und viele Zuschauerinnen gegen eben diese überbordende Bürokratisierung in der EU und in Deutschland. Hoffnungen, dass es zu den notwendigen Innovationen und Fortschritten kommt, macht eben die eben veröffentlichte Studie zur CRISPR-Cas und dass es da eben dann auch wirklich zu trockenresistenten Pflanzen kommt, die hier ertragsstark weiterführen. Ich sagte es, wir sind mitten im Wahlkampf und wir versprechen Ihnen vom Team der Agrarzeitung und der Bayer Agrargespräche, dass wir für Sie weiterhin die aktuellen Entwicklungen verfolgen und mit Ihnen in Kontakt bleiben auf www.agrarzeitung.de und in der wöchentlichen Printausgabe der Agrarzeitung und eben auch bei den Agrargesprächen. Wir feiern nämlich heute schon das 10. Jubiläum, denn genau vor einem Jahr haben wir mit dieser erfolgreichen Serie gestartet, zu dessen Erfolg Sie, liebe Zuschauerinnen, maßgeblich mit Ihrer großen Resonanz, Teilnahme und heute auch wieder mit Ihren vielen Fragen dazu beigetragen haben. Vielen Dank dafür und der gilt auch dem ganzen Team vor und hinter den Kulissen. Die nächste Gelegenheit, wieder dabei zu sein, ist am 7. Juli zum 5. Bayer Agrargespräch 2021 zur Zukunft im ländlichen Raum, innovativ oder doch abgehängt. Dazu begrüßt Frau Pionke ihre Gäste, Carina Konrad von der FDP-Bundestagsfraktion, Petra Bentkemper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes und auch Sie, Herr Müller von Bayer Crop Science Deutschland, sind mit von der Partie. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen einen regenreichen, ertragsreichen Wonnemonat Mai. Bleiben Sie gesund und vor allem zuversichtlich. Auf Wiedersehen.